Guten Tag oder guten Morgen vom Caravansalon in Düsseldorf. Ja, wir sind mal wieder unterwegs und nur bei uns ist morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Ja. Also. Wir sind heute mal am Stand von Challenger. Die haben eine Sonderserie dabei, die Sport Edition. Und das ist ein teilintegrierter auf Ford Transit. Also auch mal hier wieder ein neues Basisfahrzeug. Oh, den haben die Chausson und Challenger eigentlich schon länger, den Transit. Aber hier in einer Variante Van-breit, also Van-schmal. Und den zeigen wir euch in diesem Video mal. Also, viel Spaß. Jo, so sieht der aus. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Längseinzelbetten-Grundriss. Also so ein Brot- und Butter-Auto. Aber 2,10 Meter breit. Und das kann man hier schon sehen. Wenn man hinter den Spiegeln guckt, der Aufbau extrem schmal. Und, wie gesagt, mit der Sport Edition, die es in ähnlicher Form auch bei der Schwestermarke Chausson gibt, ja, nochmal optisch aufgewertet. Also schickes Fahrzeug. Ordentlich gemacht ist es auf jeden Fall. Auch hier der Übergang. Ja, keine Dichtmasse. Das ist mittlerweile, wird das intern abgedichtet. Also nur noch wenige Marken, wo dann hier die Sikaflex-Wurst rausquillt. Ne? Also seht ihr hier, das kann man wie hier schön machen. Ja, wie immer hier auf der Messe natürlich wahnsinnige Zubehörpakete, Sonderpreise und Rabattaktionen. Das ganze Fahrzeug hier kommt mit einer Dieselheizung, mit einer Fußbodenerwärmung. Oh, wir haben eine Radiovorbereitung mit DAB. Wir haben die 170 PS sogar Variante mit 6-Gang-Automatik. Ja, und ihr seht, mit Alufelgen. Und das Grau ist auch noch serienmäßig. So sieht er hinten am Heck aus. Den gibt es in 2 Grundrissen. Einmal hier das, was wir euch jetzt zeigen, mit Längseinzelbetten. Und hinter mir, da gucken wir nachher am Ende noch rein, da gibt es den auch noch mit einem Querbett hinten. Ja, Vorbereitung für einen Fahrradträger. Ja, hier das Fahrzeug ist dann 6,60 Meter lang. Ja, und der mit Querbett, da geht dann auf 6 Meter runter. Ja, hier auf der Seite haben wir nur eine kleine Serviceöffnung für den Heckstauraum, aber auf der anderen Seite seht ihr nachher, ist es dann etwas größer. Tja, hier haben wir den Heckstauraum. Auch riesig. Da ist Platz und jetzt geht hier der Staubsauger an. Noch eine Oblis-Normarkise am Rahmenfenster. Ja, das Ganze nennt sich S217 GA Sport Edition. Und vom Preis her, so wie er hier steht, komplett 73.000. Und bei einem Basispreis von 59,6. Das kann man jetzt schon fast hier im Kontext der Messe als Schnäppchen betrachten. Tja, und wenn man die Ausstattung noch dazu rechnet, ist der Preis in Ordnung. Ja, gehen wir mal rein in die gute Stube. Wir haben hier eine normale Sitzgruppe und hier nochmal so ein Notbänkchen, ne? Oder? Für die Besucher. Für die Besucher, ne? Die können sich da nochmal hinsetzen. So sieht das da hinten aus. Ja, Standard beim Transit hier oben diese Ablagen. Das hat natürlich alles noch Transporter-Charme. Ja, da unten haben wir eine kleine Kante, kleiner Absatz zum Fahrerhaus. Darf ja nicht mehr Führerhaus sagen. So, jetzt setzt sie sich auch. Ach so, nicht? Du solltest arbeiten. Okay, woran? An der Sitzgruppe. Naja, wir haben einen Tisch. Nein. Den kann man auch verlängern. Ich glaub's nicht, wir haben einen Tisch. Guck mal. Oh. Passend für dich, kannst du schon direkt. Also kann ich gleich einfangen. Nee, hast ja auch Weitwinkel drauf. Naja, gerade dann. Aber reicht nicht, das Weitwinkel. Das ist ja. Jetzt, ist das Leder oder ist das Lederimitat? Ich würde sagen Imitat. Lederimitat, ne? Ja, Leder riecht in der Regel. Angenehm, aber. Aha. Ja, 2 große Schränke, leider ohne Zwischenboden. Ohne Zwischenboden, ja. Da oben haben wir noch eine USB-Steckdose rechts in der Ecke. Aua. Ja, die muss man festhalten. Hui, ja. Huiuiui. Die ziehen aber zu, du. Ja. Okay. Ja. Fenster ist auch jetzt nicht irgendwie verkleidet. Das ist so direkt an der. Naja, aber da die Rückwand weiß ist, fällt es gar nicht auf. Nö, fällt es nicht auf.
Ja, hier ist irgendwie so eine Zeitschriftenablage. Ja, Zeitschriftenhalle. Ja. Wir haben hier viele so Details in. Ja. Edelstahl, in Edelstahl, könnte man. S für die Sport Edition. Achso, ich dachte für Stil. Über dir hängt auch noch sowas. Ja, Moment, da muss ich aber wieder für aufstehen. Da musst du für aufstehen, aber du kannst noch einen Moment sitzen bleiben, weil gerne. Wir haben hier an dem Besucherbänkchen auch noch kleine Staufächer. Okay. Einmal hier oben. Und? Oh, da unten auch. Und ja. Einmal da unten. Mhm. Quasi eine Art Geheimfach. Ja, da ist dieses Edelstahl. Offensichtlich sind das hier auch irgendwie Kleiderhaken. Das sind Kleiderhaken, ja. Und hier ist die Bar. Also für unsere Ausstattung wird es nicht reichen. Ja, hier sieht man dann natürlich so ein bisschen die ganzen Möbelverbinder mit. Ja, gut. Na ja, gut, wie gesagt. Hat man halt. Ist dann halt da. Ja, Bedienpanel hier am Anfang. Wir haben. Oh, was haben wir denn da oben? Wir haben eine Webasto. Ach, das ist die Dieselheizung. Okay. Ja. Ja, hier wäre noch Platz für einen Fernseher. 12 Volt hatten wir auch schon. Ob jetzt hier schon die Antennenleitung verlegt ist, keine Ahnung. Aber hier ist auch noch. Moment. Ja, das ist nur 230 Volt. Aber wird man sicherlich noch machen können. Küche. Ja, Küche haben wir auch dabei, ne? Mhm. Wir haben ein Spülbecken. Nein. Das hat mal eine außergewöhnliche Form. Ich glaube nicht, dass das aus dem Campingbedarf ist. Okay. Und wir haben. Ein Zwei-Flammen-Kocher. Oh, der reicht ja eigentlich der Grill auch. Ne? Und auch hier hast du wieder schwarze Details. Ne? Hier hat man halt mal den Wasserhahn in schwarz. Da ist auch wieder das auch S. Hier wieder das Edelstahl. Wir haben eine Arbeitsflächenerweiterung. Also die wird aber ganz preiswert gehalten durch so ein Plastikteil. Die ne? ist nur mit diesem Plastikwinkel drunter. Okay. Wir haben eine Schublade. Für Besteck. Ziemlich tief. Und wir haben einen Schrank mit ordentlich Staufläche. Aber man weiß ja, ich bin kein Freund von Schranktüren. Nee, da sind Schubladen in der Regel doch angenehmer. Ja, auch nochmal riesige Oberschränke, ja, aber auch nicht. Ja, auch hier leider ohne Zwischenboden. Ne? Also da wäre zumindest in einem ein Zwischenboden nett, weil ich habe ja nicht immer solches Zeug da drin stehen. Mhm. Ja, muss man dann auch wieder mit Boxen arbeiten und stapeln. Ja, wobei Stapeln im Camper ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Fällt ja auch gerne mal um. So, ich muss jetzt, ich gehe hier rauf. Ich will ja nicht in die Dusche. So, das ist der Kühlschrank. Jo, der ist riesig für zwei Personen. Aber da das Auto so schmal ist, kannst du sogar vom WC aus dran. Komm mal da rein. Wobei das jetzt hier drin so eng gar nicht. Ne, durch diesen Winkel hier geht's. Ja, es ist schon ordentlich gemacht, dass du ein vernünftiges Raumgefühl hast. Das stimmt schon, ne? Aber. Gut, dann lass mich mal zu den Betten. Ja. So sieht das hier hinten aus. Bettenmaße haben wir leider keine. Kannst du mal außen gucken, ob wir irgendwo Bettenmaße finden? Dann würde ich die noch sagen. Also hier sind auch wirklich nur diese Gummi-Oberschränke. Da hinten sind noch zwei. Aber wir haben natürlich hier unten. Jede Menge Stauraum. Moment. Das hält nicht. Uiuiui. Das machen wir mal direkt ein bisschen heller für euch. So, sieht das da unten aus. Ja, das ist natürlich super dunkel. Da ist auch kein Licht drin. Leider nein. Und das gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. Hier aber mit diversen Regalböden, ne? Also wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Einzelbetten Maße von 82 cm mal 1,98 und 1,93. Oh, reicht. Hier unten haben wir auch noch ein Fach. Ja, sogar mit Scharnieren. Und das Ganze kann man natürlich hier nach vorne auch ausbauen zu einer großen Liegewiese. Ja, mal Blick ins Bad. Das ist so ein Wet Bath, wie der Amerikaner sagt. Also da kann man drin duschen, braucht man keinen Vorhang, wischt nachher durch. Ende Gelände. Kleines Schränkchen. Noch hier in der Ecke. Jo, da ist sogar schon Deo und Shampoo drin. Also das ist nicht schön, aber funktionell. Wir haben zwei Abläufe im Boden. Also alles gut. Ja, wobei die Tücke steckt ja hier im Detail.
Das kann man tatsächlich doch noch. Brauchst du Hilfe? Bräuchte noch eine Hand. Bräuchtest noch eine Hand, ich gebe dir mal. Ah, so. Das kann man tatsächlich noch schwenken. Das ist ein Schwenkbad. Das ist ein Schwenkbad, okay. Dann kann man das hier festklippen. Da kann man sich sogar beim Duschen setzen. Ja, ist doch praktisch. Schick. Schicke Armatur da oben. Ja, mir fehlt nur ein bisschen was? Vernünftige Ablagefläche für so Duschzeug. Also ja, es wäre schön, nee, das schwenkst du aber darüber, aber es wäre doch schön, wenn hier irgendwas wäre, wo ich das drin stehen lassen könnte. Ach so, ja, dann rappelt es während der Fahrt. Ach, ja. Ja, ja, ja. Da haben die dran gedacht in Frankreich. Naja, dass es dich stört, wenn es rappelt. Richtig. Ja, hier nochmal der Blick vom Bett runter, von dieser Stufe. Also, ich muss jetzt sagen, da habe ich jetzt schon schmalere Fahrzeuge gesehen, die hier auf der Messe standen. Ja, das stimmt. Der Durchgang ist eigentlich ordentlich. Der hier geht. Und wie gesagt, durch die Falltür geht das. Nö, kann man nicht meckern. Ja. Bitte? Hallo. Hallo. Ja. Also, das war der Challenger. Schaut es euch an hier in Halle 10. 10. Geht natürlich nur, wenn ihr das Video noch guckt während der Messe und wenn ich das Video während der Messe auch noch sende. Ansonsten müsst ihr natürlich zu eurem Händler fahren. Und Tipp von mir, guckt euch auch mal die fast baugleichen Modelle von Chausson an. Gibt es auch in der Sport Edition dieses Jahr, auch in Grau, aber mit ein paar anderen Applikationen. Und Details. Und ach, wir wollten auch noch kurz in den Querbettgrundriss gehen. Moment. Ja, also wem 6,60 Meter zu lang sind, das wollte ich doch noch eben zeigen. Der kann auch hier in den Querbettgrundriss reingehen. Ob das allerdings für zwei Personen da hinten reicht, guckst du noch mal bitte nach den Bettenmaßen. Naja, die müssen sich sehr mögen, die zwei. Das ist ein bisschen sehr kuschelig, aber dafür bleibt er halt auch unter 6 Metern. Ne? 1,32 mal 1,89. Naja, 1,32 sind immer noch 9 cm mehr als im Globetraveler, der nur 1,23 hatte. Also, ansonsten ist er mehr oder weniger baugleich. Klar, wir haben natürlich dann unten andere Schränke und hier andere Möglichkeiten zu laden. Aber das Bad, Küche und auch hier vorne der Bereich sind gleich. So, und wir gehen jetzt mal weiter zur nächsten Halle.